So, jetzt in diesem Beispiel haben wir fünf Autos oder fünf Autotypen vielmehr. Jeder Autotyp hat einen Stückpreis und für jeden Autotyp will ich jetzt diese Menge kaufen. Die erste Frage ist, was wäre der Gesamtpreis pro Typ? Und da machen wir folgendermaßen, das ist jetzt etwas, was wir jetzt schon gemacht haben, und man nimmt den Stückpreis vom ersten Auto mal die Anzahl vom ersten Autotyp. So, und da haben wir den Preis und dann kann man das dann runterziehen auf die anderen. Okay, jetzt kommen wir zu einer anderen Sache, nämlich Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer, wir haben einen Mehrwertsteuersatz, der ist, ich schreibe es mir erstmal hier, Mehrwertsteuerprozentsatz ist 19% und diese Preise hier sind jetzt ohne Steuer, das heißt die Mehrwertsteuer muss dazukommen. Zuerst will ich mal rechnen, was ist der Mehrwertsteuerbetrag? Und die Formel, schreibe ich mal hier unten, wäre dann diese 19% mal den Preis. Und wenn ich das hier in Excel umsetzen will, dann mache ich ist gleich, nehme die 19% mal Preis. Und so habe ich jetzt meinen Mehrwertsteuerbetrag. Jetzt von der Kalkulation her ist diese Formel einwandfrei, sie rechnet richtig. Nur von der Handhabung ist sie eigentlich ein Fehlgriff. Weil, wenn sich jetzt die Mehrwertsteuer oder diese Mehrwertsteuerprozent ändert, dann muss ich ja in der Formel reingehen, das ändern auf, sagen wir mal, 15 oder was immer und dann erneut die Formel runterziehen. Jetzt bei dieser kleinen Datenmenge hier wäre das eigentlich kein Problem. Aber normalerweise in Excel hat man eine riesen Datenmenge. Und zweitens, man hat dann diese selbe Formel wahrscheinlich in mehreren Tabellen. Das heißt, wenn sich der Mehrwertsteuersatz ändert, muss man dann in mehreren Tabellen gehen, in den Formeln rein, immer ändern und dann runterziehen. Und es kann sein, dass man gewisse Formeln übersieht, dann haben die dann quasi eine falsche Kalkulation. Deswegen komme ich zurück auf eine von den ersten Regeln, die ich in Excel schon erwähnt habe, und zwar, wenn man eine Formel in Excel schreibt, muss man fixe, konstante Werte auf jeden Fall vermeiden. Ja? Und deswegen werde ich jetzt eine neue Formel erstellen und diesmal, anstatt die 19%, wird hier ein Zellbezug drinstehen. Okay? Und das probieren wir mal hier. Ich lege es mal hier an der Seite. Also, dann könnte ich Mehrwertsteuerprozent, kann die 19% schreiben und dann runterziehen. Und hier mache ich die Mehrwertsteuer und da ist dann wie gewohnt diesen Zeltbezug mal diesen Zeltbezug und komme dann quasi auf dasselbe Resultat wie hier. Nur hier, wenn ich jetzt einen neuen Prozentsatz haben will, dann muss ich nicht mehr in der Formel rein, sondern kann dann direkt hier und dann runterziehen. Also von der Formel her ist diese wesentlich besser als diese. Ja? Nur, bei der haben wir genau dasselbe Problem. Wenn sich der Mehrwertsteuersatz ändert, müsste ich jetzt in der Spalte reingehen, den ersten ändern, dann runterziehen. Und wie gesagt, wenn ich dann mehrere Tabellen habe, müsste ich dann dasselbe Theater in jeder Tabelle machen. Deswegen in solchen Situationen, es gibt eine dritte Methode. Und das ist, dass man gewisse Zahlen oder Sätze, die für alle gelten, legt man in einer separaten Zelle ab, wie jetzt hier, die 19%, und man benutzt diesen Zellbezug hier in der Kalkulation. Ja, also das heißt, man macht das dann so, ich schreibe hier die Formel erneut, ist gleich, nicht mehr 19%, sondern man nimmt diesen Zellbezug mal hier. Und dann kann ich das runterziehen. So, jetzt sieht man hier beim Runterziehen, der erste Wert stimmt. Der erste Wert stimmt, aber beim 110 der zweite kommt eine Fehlermeldung, Wert, und dann bei den restlichen kommt eine 0. Warum? Weil, gucken wir mal die zweite Formel an. Hier ist die Formel D12 mal D2 und das ist richtig. D2 mal D12, alles klar. Hier ist die Formel jetzt D13 und man sieht, in 13 ist nicht mehr der Satz. Das stimmt hier, das Grüne, aber das Blaue stimmt nicht mehr, weil der Satz hier oben ist und nicht hier. Und das ist so, weil beim Runterziehen wurde aus der D2 eine D3 und natürlich aus der D12 eine D13. Und genau hier dasselbe Problem, aus der D2 von vorhin wurde jetzt eine D4
und aus der D12 von oben wurde eine D14 und so weiter. Das heißt, im Prinzip ist diese Formel richtig, nur diese Zelle darf sich beim Runterziehen nicht verändern. Das heißt, wir müssen diese Zelle in einen sogenannten absoluten Zellbezug umwandeln. Und das macht man mit der F4-Taste. Also man klickt da rein in der Zelle und man drückt die F4-Taste. Das heißt, wenn ich jetzt diese Formel runterziehe, dieser Zellbezug hier wird sich ändern, das wird D3, D4 und so weiter, während die bleibt D12. Und das ist ja, was wir eigentlich wollen. Jetzt probieren wir es mal aus. Und jetzt haben wir die richtige Kalkulation. Ja, also das heißt, immer wenn man einen Bezug hat, der sich auf nur eine Zelle bezieht, dann immer festlegen. Und das macht man mit F4. Ich schreibe die Formel hier nochmal, dass man es von ist gleich so F4 mal das da. Ja, und dann komme ich dann auf dasselbe aus. Und der Vorteil ist natürlich jetzt, wenn sich dieser Zellbezug ändert, sagen wir mal 10%, muss ich nur den hier ändern und schon ist automatisch, alle meine Kalkulationen werden dann aktualisiert. Ich muss nichts runterziehen, muss gar nichts machen. Okay, deswegen Zellbezüge sind schon eine sehr effektive Methode, wenn man so gewisse Sätze hat, wie jetzt Mehrwertsteuer in dem Fall oder andere Sätze hat, die für alle gelten, dann legt man die in einer Zelle ab und benutzt sie dann in der Formel. Allerdings muss man dann diesen Zellbezug immer mit F4 festlegen, weil der darf sich beim Runterziehen nicht verändern. Jetzt normalerweise ist es so, dass man solche fixe Werte nie in derselben Tabelle setzt. Ja, das machen wir jetzt hier in dem Beispiel. Aber normalerweise in reelle Tabellen legt man solche Sätze, wie jetzt hier die Mehrwertsteuer, man setzt die in einer separaten Tabelle. Warum? Weil, wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt hier nur eine Tabelle Autos, aber wenn ich dann mehrere Tabellen habe, all diese Tabellen brauchen diesen Mehrwertsteuersatz und die können dann immer, und dieser Mehrwertsteuersatz und andere solche Sätze, die für alle gelten, sind dann in einer separaten Tabelle. Das könnte man mal hier ausprobieren. Von der Kalkulation her ist es nicht umständlicher, nur halt ein bisschen ungewohnt. Und zwar fügen wir mal eine neue Tabelle ein hier. Und die nenne ich mal Referenz oder Sätze. Ja, und da lege ich mal meinen ersten Satz, MWSD. Und da mache ich 19%. Und das heißt, wenn ich jetzt zurück zu meinen Autos gehe, ich mache mal jetzt hier alles weg. Hier auch alles weg. Ja, das jetzt will ich die Formel erneut rechnen. Und das heißt, ich nehme das da mal. Wo ist jetzt mein Mehrwertsteuersatz? Der ist hier. Anklicken. Ja, man sieht, der einzige Unterschied in der Formel jetzt, man hat nicht mehr nur den Zellbezug, sondern auch den Tabellennamen. Aber muss man hier auch sich dran denken, ich muss diese B1 trotzdem festlegen. Okay? Und dann Return. Und sobald ich Return mache, bin ich zurück in der ursprünglichen Tabelle und ich kann das dann jetzt runterziehen. Der Vorteil ist, erstens, der Satz steht nicht in dieser Tabelle, der steht nicht im Weg. Und zweitens, wenn ich jetzt weitere Tabellen habe, alle können diesen Mehrwertsteuersatz in dem Fall benutzen. Und wenn sich der ändert, muss ich nur hier in der Tabelle setzen, muss dann nur den Mehrwertsteuersatz ändern. Und schon haben alle Tabellen eine aktuelle Kalkulation. Ohne große Aufwand. Und so habe ich auch dann, weiß ich ganz genau, dass alle Kalkulationen stimmen, weil alle Formeln haben dann oder beziehen sich auf diesen Satz, den ich da in der Tabelle setze, abgelegt habe.